Flucht! 45 Minuten steht das Zeug jetzt schon hier und will sich einfach nicht abkühlen. Jakubowski. Ich heiße Jadwiga. Ist doch egal. Komm jetzt hier rüber und bewach den Tresen, okay? Aber gern. Also du wirst hier das Kommando übernehmen. Heißt das, weil ich eine Frau bin, dass man es mir nicht übertragen sollte? Nein. Nein, ich meine, weil du eine sehr bösartige, opportunistische Balkanbäuerin bist, klar? Du, ein kleines, braunes Fettsäckchen! Du kannst mich doch mal, du! Schluss damit, Tisch ab! Danke, Jaroselski, jetzt übernehme ich. Morgen, Lewis! Ja? Guten Morgen, Leute! Sagt bitte alle Hi zu Buddy! Was zur Hölle ist das? Ist das aus dem Kanal hochgekommen? Nein. Der ist aus dem Tierheim. Rita hat sich gleich verliebt in den kleinen Kerl. Wir mussten ihn einfach mitnehmen. Courtney, kann das sein, dass du verblödest? Ein Wiesel ist kein Umgang für schwarze Menschen. Sowas tragen wir in der Kirche. In meinem Land ist das kein Haustier, sondern ein Picknick. Ist der ekelhaft. Vielleicht ohne Beilagen, aber isst das mal mit Bratkartoffeln und Gemüse. Hier frisst mein Buddy. Er ist nicht bloß ein Haustier, sondern mein tierischer Begleiter. Weißt du, was er wirklich ist? Eine Gesundheitsgefährdung. Das ist ein Hotel, Kleine. Hör zu, Courtney, schaff dieses blöde Teil hier raus. Und vergiss das Wiesel nicht. Mavis, du bist unmöglich. Sag zur Abwechslung mal was Nettes zu Rita. Das ist die Frau, die ich liebe. Der einzige Grund, wieso ich morgens aufstehe. So ein Unsinn. Das ist Biologie, Kleiner. Er steht dir morgens, ob sie nun da ist oder nicht. Mavis, bitte. Oh, also gut, okay. Rita, süßes Wiesel, raus hier. Komm schon, er ist niedlich. Du musst ihn dir ansehen. Nein, ich... Komm raus, Buddy. Mami muss jetzt zur Arbeit mit den Kranken, aber du bleibst hier bei Daddy und Tantchen Mayray. Oh nein. Doch. Geh bloß weg, Harper. Du bist nicht dünnhäutig für ein Frettchen. Du musst etwas sensibel mit ihm umgehen. Ja. 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 Du ihn nehmen? Nein, ich nehme ihn nicht. Komm schon, er ist ein kleiner Loverboy. Ich bin ja nicht zu mir. Was ist passiert? Tut mir leid, tut das mir so Mist, leid. Das Mist hat mich gebissen. Er hat mich eben gebissen. Tut mir so leid, er ist ein böser Bursche. Er ist ein böser Bursche? Weißt du, wie böse der ist? Ich hol mir einen Schläger und mache ihn platt. Wuppe. Mavis, warum willst du keinen Arzt aufsuchen? Weil ich nur einen Arzt kenne, meine Gynäkologin. Und von der werde ich mich auch trennen, denn es sind nicht mehr viele Eier im Karton, Kleiner. Merkuchrom, Riechsalz und Jod, mein Gott, das ist wohl der älteste Erste-Hilfe-Kasten, der noch existiert, oder? Wir haben endlich Saddams Chemiewaffenlager gefunden. Am besten fährst du ins Krankenhaus damit. Sag mal, spinnst du? Ins Krankenhaus? Nein, nein. Weißt du, was dir in so einem Ding passiert? Da werden Leute gesund. Nein, Kleiner, die machen dich fertig. Du gehst zum Arzt rein und sagst, oh, mein Hals ist entzündet. Er sagt, nein, der ist nicht entzündet. Das sind ihre Streptokokokken. Du sagst, was? Was habe ich? Er sagt, das sind ihre Streptokokokken. Der Blutdruck geht hoch, du kriegst einen Herzanfall. Die machen dich auf, sehen sich um und finden raus, es war eine Halsentzündung. Aber was soll's, jetzt sind sie ja drin und wühlen weiter. Dann nähen sie dich brav wieder zu und du kannst gehen. Mit einer super Rechnung über 14 Millionen Dollar. Aber deine Krankenversicherung bezahlt so einen Quatsch nicht, weil die es nicht interessiert, wenn ein Arzt Scheiße baut. Dann endet man irgendwo in der Gosse, in Drecksklamotten mit einem Pappbecher und jammert, hilft mir denn niemand? Oh nein, zum Teufel, ins Krankenhaus gehe ich bestimmt nicht. Ganz richtig. Und wisst ihr, da war ein Mann in Texas. Der brauchte eine Blasenoperation und am Ende fehlt ihm der Penis. Sein eigener Penis? Nein, der, den er am Schlüsselring trug. Trotzdem wäre es besser, wenn du ins Krankenhaus fährst. Nun, und ich fände es besser, wenn du endlich damit aufhören würdest. Tu mir einen Gefallen. Hol mir ein bisschen Alkohol und etwas Eis. Alkohol? Morgens um 10 Uhr? Franz Brandwein, Kleiner. Mit Clubsoda und Limone. Mal sehen, dann mal los. Das kitzelt jetzt ein bisschen. Okay. Ja.
Kitzel, Kitzel, Kitzel. Oh, so heilte man im Mittelalter. Aber es heilt, wenn es kitzelt. Ja. Aber jetzt brennt es. Das macht's nicht. Es brennt und qualmt auch ein wenig. Das ist gut, das ist gut. Es brennt, gut. Es wirkt, brennt, es wirkt. Brennt, brennt, brennt. Also ab geht's ins Krankenhaus. Ja. Bring mich ins Krankenhaus. Ja. Kommt eine brennende schwarze Frau, macht Platz, na los. Schau, du hast hier keine Szene. Das würde ich nie tun, komm schon, mach den weg frei. Lass den Mann in Ruhe. Eine Spritze ist alles, was ich will und dann nach Hause, okay? Mir zu helfen. Hey, hey, weg da. Hören Sie, Miss, ich brauche einen Arzt. Und ich Ihre Versicherungskarte. Füllen Sie das hier bitte aus. Sehen Sie, das ist etwas problematisch. Tut mir leid, aber ich darf mich erst für Sie interessieren, wenn das ausgefüllt ist. Wissen Sie, schreiben kann ich nicht. Didi, heute scheint Analphabetentag zu sein. Ich hätte gern ein Aufnahmeformular mit Bildern. Nein, also das ist so. Ich bin von einem Wiesel gebissen worden. Meine Hand ist geschwollen. Das bringt mich um. Deswegen kann ich nicht schreiben. Warte, dann schreibe ich eben. Aber das ist... Ich bin für dich da. Komm schon. Okay, also, wie alt bist du? Überspringen wir das. Ich brauche dein Gewicht. 112 Pfund. Schon, wir werden hier eben warten. Ist doch noch viel fetter als ich. Mary, Ray, da bist du, ja, Alte. Oh, Courtney rief an und sagte, du kämst her. Tut mir so leid. Alles okay? Ob alles okay ist? Sag mal, sieh ich so aus? Sie ist ganz und gar nicht okay. Na, komm schon, wir wollen Blut abnehmen. Nein, weißt du, ich hab genug von dir und dem Vieh und allem, was mit dir zu tun hat. Lass mich in Ruhe. Aber Buddy hat's nicht so gemeint. Er ist mein kleines Baby. Wenn er dein kleines Baby ist, lass dir die Eierstöcke rausnehmen. Ich weiß nicht, warum du so rumflippst. Nimm's lieber cool. Nein, weißt du, was echt cool gewesen wäre? Wenn mein Bruder dir nie begegnet wäre, dann wärst du nie im Hotel gewesen. Das Vieh ebenso wenig. Und es hätte mich nicht gebissen. Ich wäre nicht in diesem Schuppen. Nur du bist schuld. Das wäre super cool gewesen, wenn du nie da gewesen wärst. Schön. Hilf dir doch selbst. Ich habe Besseres zu tun. Dann geh dich verstrahlen. Mavis Ray. Oh, das bin ich. Entschuldigung, Leute. Sie hat mich wiedererkannt. Hier ist Ihre Karte. Sie brauchen eine Genehmigung. Rufen Sie da an. Was wollen Sie damit sagen? Das bedeutet, bevor wir Sie behandeln, sollte Ihre Versicherung sagen, ob sie die Kosten dafür auch übernimmt. Oh, kommen Sie, das ist ein Witz, nicht wahr? Ich habe eine Doppelversicherung, meine Gute. Sehen Sie mal her, das ist eine Goldkarte. Wollen wir es uns leicht machen oder wollen wir es uns schwer machen? Oh, wird das eine Quizstunde? Fangen wir von vorn an, okay? Von Schwester zu Schwester. Wir alle wollen doch nur eins, überleben, nicht? Helfen Sie einer Schwester. Vergessen Sie die Genehmigung und helfen Sie einer Schwester in der Not. Didi, ich brauche jetzt eine Pause. Hey, ich rufe Mike Tyson an. Ja, Digga, ich mache mir ein wenig Sorgen um Buddy. Er ist nicht mehr derselbe, seit er Mavis gebissen hat. Es klingt, als würde er schnarchen. Klingt mehr nach Todesröcheln. Sag das nicht. Rita hat mir ihr einziges Haustier anvertraut. Sie wäre verzweifelt, wenn ihm was passiert. Soll ich vielleicht ein Loch graben? Halt durch, Buddy. Ich fahre dich zum Tierarzt. Wenn du nicht rechtzeitig hinkommst, ich wüsste einen guten Pelzhändler. Wieso bist du hier? Das ist unser Gruppenleiter. Er hat uns gezeigt, wie man eine Axt wirft. Ich wurde von einem Frettchen gebissen. Cool. Hey, Leute, ein Frettchen hat die alte Lady gebissen. Oh, echt stark. So ein blöder Schuppen, die haben nur Chips. Ich habe einen Mann da hinten getroffen. Wusstest du, dass da ein Warteraum ist? Wir sind hier im Warteraum zum Warteraum. Und dieser Mann, der fiel vom Dach und landet auf einer Harke, die ihm den Rücken aufgerissen hat. Er hat sich selbst ins Krankenhaus gefahren. Stell dir vor, du sitzt im heißen Auto, fährst mit offenem Rücken. Der Sitz hat keine Holzperlen auf Lage, mein Gott. Nassim. Tut mir leid, tut mir leid. Der arme junge Mann, der kommt mit offenem Rücken und muss 4 Stunden warten. Du, eine Frau in der Menopause mit einem kleinen Schnitt im Finger. Wie lange wirst du hier warten? Wir warten hier 3 Tage, glaub mir. Mindestens 3 Tage. Raus hier. Raus hier. Los! Ich werde dir ein bisschen Valium besorgen. Das hier ist die Frettchen-Lady.
Ist ja spitze. Dann kriegen sie mit einer Riesennadel 100 Spritzen in den Bauch gedonnert. Denken Sie, sie werden sterben? Dafür habe ich keine Kostenübernahme. Was zum Teufel ist hier eigentlich los? Entschuldigung, hören Sie mal. Meinen Sie nicht, Sie könnten Ihre Papiere mal wegpacken, den Geburtstagskuchen vergessen und uns ein bisschen Menschlichkeit zuteil werden lassen? Ich meine, ich bitte Sie. Wir sind doch hier nicht in einem dritten Weltland, wo man auf den Feldern sitzt und darauf wartet, dass die UN-Ärzte endlich kommen. Und nebenbei, die wären längst hier, wenn ich mir Krokodilkacke auf die Hand geschmiert hätte. Die hätten mich nach Hause gebracht und als Bezahlung ein Huhn genommen. Rita! Oh, was ist da also? Warte doch mal! Oh, Rita, lass mich rein! Ich beleidige dich auch nicht mehr! Nobody knows the trouble I've seen. No. Hallo? Oh, Herr Courtney, wie läuft's denn so im Hotel? Weißt du, ich bin nicht im Hotel, ich bin beim Tierarzt. Oh, ich hoffe, dass ihr diese Ratte endlich einschläfern lasst. Nein, aber Buddy ist krank. Seine Ärztin will wissen, ob du... Oh, wart mal. Heißt das, dieses Fellimitat hat vor mir einen Arzt gekriegt? Ja, er hat eine White Dolphin Versicherungskarte. Platinum. Aber egal, die Ärztin will wissen, ob du vielleicht übertragbare Krankheiten hast. Buddy hat sehr merkwürdig auf den Biss reagiert. Was? Mich gebissen! Hier ist Ihr Earl Grey. Danke sehr. Tut mir leid, Mavis. Eine Sekunde. Hätten Sie vielleicht auch noch einen kleinen Biskuit dazu? Mandel oder zartbitter? Überraschen Sie mich. Okay. Oh, diese Praxis ist einmalig. Die behandeln selbst Tiere wie Menschen. Sekunde. Frag, ob die mich auch nehmen. Ich bin ein Mensch. Sie war gerade sehr witzig. Mavis, tu mir einen Gefallen. Bitte sag Rita... Rita wer? Doch nicht diesen miesen Miststück, das mich hier einfach sterben lässt. Oh mein Gott, da kommt der Satan. Im Krankenhaus sind Handys nicht erlaubt. Die stören die medizinischen Apparate. Sofort hergeben. Valium war ausverkauft. Hier hast du ein Mettbrötchen und einen Playboy. Wenn du hier bei mir bist... Und Courtney ist beim Tierarzt. Wer zur Hölle führt dann mein Hotel? Jadwiga. Bitte füllen Sie das aus. Danke vielmals. Bitte können Sie das ausfüllen. Danke vielmals. Braucht einer noch einen Zettel? Nein? Jadwiga, was ist hier los? Wonach sieht es denn aus? Ich führe das Hotel und jetzt hoch mit dir in den dritten Stock und säubere die Toiletten. Entschuldigen Sie uns. Jetzt hör mir mal gut zu. Mavis ist grotesk angeschwollen. Ich weiß nicht, wann sie wiederkommt. Wir müssen uns an die Befehlskette halten. Ich kenne keinen Kettenbefehl. Ja, weil du eine Ausländerin bist. In Amerika, also hier, gibt's immer eine Befehlskette. Die lautet Hotelchefin, Handwerker, das bin ich. Der Bruder der Besitzerin, dann die Freundin des Bruders. Ein Fremder, der reinschaut, die Klofrau. Ganz ruhig. Ich hab deine Unterhosen gesehen. Ich kenne dich. Ist im Badezimmer ohnmächtig geworden. Sofort zur Seite. Der Koma-Opa hat Vorfahren. Das ist meine Bahre. Ich bin die Nächste. Die Bewusstseinsverluste kommen als Erste dran. Oh Mann, hätten Sie mir das nicht vor einer Stunde sagen können? Dann hätte ich mir eins über die Rübe ziehen lassen. mir ist schwindelig. Oh, es wird mir alles schwarz vor Augen. Ich sagte Verlust des Bewusstseins. Ich sagte nicht Verlust der Würde. Didi, ich mach jetzt eine Pause. Shannon O'Leary. Oh, geliebter St. Patrick's Day, das bin ich. Oh, geliebter Malz-Whisky. Ich bin eine schwarze Irre. Willkommen im Hotel Le Monde. Kann ich Ihnen helfen? Willkommen. Kann ich Ihnen helfen? Nein, kann er nicht. Er ist nämlich nur der Handwerker. Ich muss dir sagen, im Iran war ich Ingenieur. Dann sag ich dir mal was. Mein Mann und ich waren im Balkan die größten Lieferanten für wurstähnliche Lebensmittelprodukte. Wurstähnliche? Einfach widerlich.
Oh, bitte, Sir, wenn Sie sich eintragen würden. Nein, bitte, ich bringe Sie auf Ihr Zimmer. Ich nehme die Überdecke runter, schüttle die Kissen auf. Ich werde alles tun, um Ihren Aufenthalt noch angenehmer zu machen. Sie kriegen alles. Was ist denn? Sehr. Na schön, Miss O'Leary. Dauert nur noch eine Minute. Wann kreuzt der Arzt endlich hier auf? Ich fange mit der Behandlung schon mal an. Der Arzt wird später kommen. Wissen Sie, ich sollte es Ihnen wohl sagen. Ich bin nur wegen meiner Hand hier. Hören Sie, alle werden nervös vor dieser Art von Prozedur. Wieso legen Sie sich nicht hin und entspannen sich? Sie erwähnten gerade Prozedur. Was für eine Prozedur? Was meinen Sie damit? Ihre Darmspiegelung. Nicht in mich rein! Was tun Sie denn hier? Sie müssen mir helfen. Dieser Mann will mir den Schlauch da verpassen. Er glaubt, ich brauche eine Darmspiegelung. Wieso nicht? Ist doch umsonst. Die Versicherung zahlt. Sie haben die Goldkarte, Miss O'Leary. Wieso geben Sie ihr nicht unser Special? Wir nennen es Ballonbohrer. Rita, Rita, komm her, Kleine. Die zwei haben was Böses mit mir vor. Und das sollte mich interessieren. Wieso? Weißt du einen guten Grund? Wir sind eine Familie. Das weißt du doch. Tut mir leid, dass ich was Blödes hinter deinem Rücken über dich gesagt habe. Mhm. Zu meinem Bruder Courtney. Aha. Zu deinem Dad. Okay, Schluss damit. Setz sie auf eine R9, Evelyn. Ist gut. Ich hol dann den Arzt. Warte, Moment mal. Willst du damit andeuten, dass, wenn ich R9 gesagt hätte, vor 8 Stunden ich gleich einen Arzt gekriegt hätte? Da wussten Sie ja gar nicht, was eine R9 ist. Und das tun Sie ja noch immer nicht. Nur wir kennen die Bedeutung von R9. Wie lange ist das Ding? Geben Sie mal her. Oh, Miss Evelyn, könnten Sie sich mal bücken? Und ihr hattet da wirklich eine Fabrik mit 200 Arbeitern? Ja. Und die liefe immer noch bestens, wäre da nicht diese Europäische Union und ihre dämlichen Gesundheitsvorschriften. Jetzt reinigst du Toiletten. Und du flickst sie zusammen. Ein Mann, der den ersten Iraner hochgeschickt hat auf den Mond. Weißt du, ich sagte zwar Mond, meinte aber Pakistan. Und als ich Iraner sagte, meinte ich Atomsprengkopf. Noch verdienen wir was Besseres. Was hat Mavis Ray schon getan? Wieso gehört ihr dieses Hotel? Ein blödes Lied hat sie gesungen. Mit etwas mehr Glück wäre ich geboren worden als schwarze Frau in Amerika. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Wollt ihr Folterknechte mich umbringen? Alter, du hast die Spritze doch längst. Aber du warst spitze. Ich bin stolz auf dich. Danke sehr. Komm, wir bringen dich hier raus. Setz dich eine Sekunde. Okay. Hör zu, ich würde dir gern was sagen. Etwas, was du von mir nie wieder zu hören kriegst. Oh, liebe Freundin, komm schon, sag es. Wir sind doch jetzt Freundin. Ja, praktisch eine Familie. Also, ich bin wirklich dankbar für alles, was du getan hast. Wie danke ich dir nur dafür? Oh, Mary! Oh, Kleine, mein Arm! Mein Arm! Entschuldige, aber Courtney ist ganz sicher glücklich darüber. Ich wusste, wir kommen uns ganz nah. Wir werden uns viel Zeit füreinander nehmen. Also, erstmal stelle ich dich meiner Crew vor. Dann kaufen wir zusammen ein und ich verbessere dein Make-up. Weißt du was? Das besprechen wir nachher. Aber eins ist klar. Was? Ich mein's ehrlich. Ich liebe Courtney. Ja, wirklich. Ich liebe deinen Bruder. Und nachts, wenn wir das Licht ganz schummrig machen, weißt du, und lustig werden, dann stellen wir Musik an und es geht ab. Oh, hier, siehst du, die Sprechstunde ist abgelaufen. Ich muss los. Wenn du die hier nimmst, sollst du was essen. Eins darfst du bestimmt nicht, Alkohol. Ist das nicht interessant? Ihr zwei auch nicht, weder du noch Jadwiga. Und dennoch vermisse ich eine Flasche Cognac, mein Freund. Bin Salamati. Bin Salamati. Hey, Alte, was geht da? Hey. Meine Crew und ich brauchen Drinks und ich weiß einen guten Platz. Mavis Ray versorgt uns als gute Freundin. Was wollt ihr haben? Ich nehme Courvoisier Coke
Die anderen Kosmos. Ich will Jack Daniels und Ginger Ale. Ich weiß nicht, ob Sie dafür eine Kostenübernahme haben. Die Goldgar.